da draußen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir in meiner neuen Location. Das sind jetzt die ersten Videos, die ich hier drehen darf. Ich bin total begeistert. Ich freue mich wahnsinnig. Ich hoffe, es halt nicht ganz so arg. Heute soll es mein Currently Reading für den November geben. Letzten Monat gab es ja kein Currently Reading, da ich einfach nur ein Buch meistens gelesen habe und da hat sich das dann natürlich nicht gelohnt. Diesen Monat lohnt es sich auf alle Fälle, denn ich bin gerade so am Schlampen mit Goodreads, denn dadurch, dass wir umziehen, habe ich jetzt nicht so oft Internet, weil in der neuen Wohnung haben wir halt noch kein Internet und somit müsste ich immer in die alte Wohnung fahren, was ich jetzt anschließend, nachdem ich die Videos gedreht habe, sowieso machen muss eigentlich, dann könnte ich Goodreads mal wieder aktualisieren. Aber dann bin ich damit beschäftigt, was für das Booktuber-Weihnachtsmädchen vorzubereiten und so weiter und so weiter und die Videos hochzuladen und alles zu verlinken und vielleicht auch mal Kommentare zu lesen. Und wenn ich nicht gerade in der Wohnung bin und hier alles einräume oder gar kein Internet habe, bin ich arbeiten. Ich bin irgendwie 12 Tage am Stück arbeiten. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich habe mir heute mal ein paar Minuten freigeschaufelt, um euch wenigstens diese 2 Videos abzudrehen. Denn am Dienstag gab es schon kein Video. Ich weiß nicht, ob es Donnerstag ein Video geben wird. Ich bezweifle das. Ich muss gleich mal schauen, ob ich noch irgendwas aus dem Hut habe. Aber ich habe gerade auch nichts bei. Ich könnte eine Reihenrezension drehen. Hättet ihr da Lust zu? Wobei, wenn ihr das Video seht, war der Donnerstag schon vorbei. Ist ja auch egal. Ich würde sagen, wir starten mit dem Currently Reading. Ich höre gerade eigentlich 2 Hörbücher und lese 4 Bücher. Also ich bin echt gerade, weil ich fange immer an. Also ich habe dann immer Bücher gesucht oder die waren noch in einer anderen Wohnung und dann habe ich immer was anderes angefangen und somit habe ich einfach viel zu viel angefangen. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Buch, was ich jetzt schon aus dem Oktober mitgenommen habe. Es ist Bis zum Ende der Nacht von Stephenie Meyer, also der 4. Teil der Twilight-Reihe. Da bin ich mittlerweile so gut wie auf dem Ende. Mein Lesebändchen ist auch gar nicht mehr aktuell. Ich bin echt schon weit. Ich habe neulich, glaube ich, 2,5 oder 3 Stunden gehört und ich hatte nicht mehr so viel. Also da ich bin relativ weit gekommen. Das ist, müsste ich jetzt langsam abarbeiten können. Ja, ich glaube, ich bin kurz vor Ende. Also irgendwie auf Seite 680 oder so, 690, keine Ahnung. Irgendwie so, ich werde es jetzt bald beenden. Vielleicht lese ich das auch morgen mal schnell aus, weil das sind, glaube ich, knapp 100 Seiten noch, die ich zu lesen hätte. Ja, das sind 100 Seiten. Ich habe auch gleich hier noch ein Buch, wo es, glaube ich, noch 40 Seiten sind. Ich bin am Überlegen, ob ich das heute einfach beides mal töte. 140 Seiten könnten drin sein, wenn ich mich hier nicht wieder im Aufräumen verfange. Aber es ist einfach so viel, was man machen muss, wenn man umzieht. Ich hasse umziehen. So, das zu dem Buch. Dann habe ich gestern auf Arbeit angefangen, weil mein anderes Buch in der alten Wohnung war und ich eigentlich gerne eins mitnehmen wollte, dass ich wenigstens dann ein bisschen auf Arbeit lesen kann. Wo ist denn eigentlich mein Lesezeichen? Ich habe da gar kein Lesezeichen. Ich bin bis Seite, wo ist denn das? Genau, bis hier bin ich gekommen. Und zwar Die Unwahrscheinlichkeit des Glücks von Cynthia Hand. Die kennt wahrscheinlich der ein oder andere. Das ist die Autorin von Anne Earsley, von dieser Engelsreihe. Bei diesem Buch bin ich derzeit auf Seite 38 von 300 irgendwas. 340 oder so, 345, ja, 345 circa. Also gute 40 Seiten bis dato geschafft, noch 300 vor mir. Mal gucken, ob ich das bis Ende der Woche schaffe. Ich sehe das noch nicht, aber ich versuche mal mein Bestes und gebe mir ganz arg Mühe. Hier geht es um ein junges Mädchen, hier geht es um ein junges Mädchen, welches jemanden verloren hat. Und sie weiß eigentlich gar nicht, was sie machen soll. Und sie ist so ein Zahlenfreak. Und irgendwie, ja, dreht sich ihre Welt nicht richtig weiter. Und ihre Eltern sind am Trauern. Ihre Freunde wissen halt nicht, wie sie ihr helfen sollen. Ihr Freund ist nicht mehr ihr Freund, weil er sie mit ihr Schluss gemacht hat durch diese ganze Geschichte. Sie gibt aber nicht auf, denn sie will herausfinden, warum sich diese Person genau das angetan hat, warum sie von ihr gegangen ist. Ich bin gespannt, das liest sich bis jetzt sehr, sehr schnell. Ich mag den Schreibstil der Autorin und wenn das so weitergeht, würde ich sehr, sehr gerne sehr bald zu den Engelsbüchern greifen. Ich bin mal gespannt, ob ich das schaffe. Mir gefällt das auch wahnsinnig gut. Die hat so einen Charme von Bones und das macht das Buch, finde ich, noch attraktiver für mich, weil ich ja Bones auch einfach habe. Göttisch liebe. Und ja, ich bin gespannt. Ich berichte euch, sobald ich das Ganze ausgelesen habe.
ich als Hörbuch angefangen und ich denke mal, entweder lese ich es heute aus oder ich höre es heute aus. Ich muss mal gucken, was sich anbietet. Himmelstiefe von Daphne Unruh. Das Ganze habe ich ja von der lieben Laura Newman geschenkt gekriegt. The Looney Life. Ich verlinke euch ihren Kanal. Oh mein Gott, ich kann schon nicht mehr reden. In der Infobox. Hier geht es um Kira. Und Kira hat ihren ersten Schultag im letzten Schuljahr und ist total aufgeregt und weiß gar nicht, wie die Zukunft weitergehen soll und so weiter und so weiter. Dann überschlagen sich aber irgendwie die Ereignisse und sie landet in irgendeiner anderen Welt. Und wieso, weshalb, warum, das müsst ihr selber lesen. Mir gefällt es auf jeden Fall richtig gut. Ich habe das sehr, sehr schnell durchgesuchtet. Ich glaube, ich habe das irgendwie letzte Woche irgendwann angefangen und bin jetzt so gut wie durch. Also das hat sich echt schnell hören lassen. Es hat mir echt viel Spaß gemacht, das Ganze zu hören. Und ich will definitiv auch die anderen Teile davon haben und sie hören und lesen und ja, einfach in mich hineinsaugen und verschlingen. Mir gefällt es richtig gut. Ihr solltet hier alle mal reingucken. Ist eine Self-Publisherin, aber hat wirklich einen richtig tollen Schreibstil. Das Ganze spielt in Deutschland. Das ist eigentlich meistens nicht so mein Fall. Aber das gefällt mir doch sehr, sehr gut, weil man es eigentlich gar nicht so spürt, dass es in Deutschland spielt. Dann habe ich im Oktober bereits angefangen, dann aber irgendwie die letzte Zeit gar nicht weitergeführt. Nightmares, die Schrecken der Nacht von Jason Segel und Kirsten Miller. Und ja, hier geht es um einen Jungen, der irgendwie Nacht für Nacht gruselige Albträume hat und die Monster und Ungeheuer wirken viel, viel echter. Irgendwas passiert mit seinen Albträumen und diese Figuren, von denen er träumt, erwachen zum Leben. Hört sich gut an, ich bin nicht weit gekommen, nur bis Seite 45. Ich hatte einfach eine totale Leseflaute Ende Oktober und dann ja, ist dieses Buch irgendwie auf der Strecke geblieben. Dann habe ich am Montag, nachdem ich auf Arbeit irgendwie 3,5 Stunden Überstunden gemacht habe, dass ein totales Problem unter den Jugendlichen gab oder mit den Jugendlichen. Abends noch an oder nachts, ich war um 12:30 zu Hause, ich hätte offiziell um 21:30 Feierabend gehabt, hat gut geklappt, waren nur 3 Stunden. Angefangen Nacht ohne Sterne, weil ich mein anderes Buch nicht gefunden habe, zu meinem Freund gesagt habe, bring mir mal eins mit. Und dann hat er mir dieses hier mitgebracht, da habe ich, glaube ich, das erste Kapitel gelesen. Das war wirklich nicht nennenswert. Gucke mal gerade. Genau, ich habe bis Seite 19 gelesen. Das war jetzt echt nicht viel. Trotz alledem wollte ich es euch einmal in die Kamera halten, weil es auch einfach unglaublich, unsagbar schön ist. Ich liebe dieses Buch und hier geht es irgendwie um Elfen und um ein junges Mädchen, welches in New York wohnt und dann zwischen die Fronten eines jahrhundertealten Krieges gerät. Und ja, mir gefällt es gut. Es ist echt ein interessanter Schreibstil. Es ist gleich von Anfang an sehr spannend und das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Und zu guter Letzt, und das lese ich jetzt doch schon eine ganze Weile irgendwie, seit Ende Oktober, aber ich vergesse es immer irgendwo oder es ist nicht da, wo ich bin oder ich habe gerade keine Lust drauf, nämlich Make It Count, Gefühlsgewitter von Ellie Taylor. Das ist Anne Freitag und hier geht es um ein junges Mädchen, die einen Typen kennenlernt, den mysteriösen Bad Boy Dylan. Und er zieht sie an wie ein Magnet, aber ihre Welt ist geprägt von dem plötzlichen Tod ihres Vaters und sie wohnt jetzt bei ihrer lieblosen Mutter. Und dort gibt es aber auch noch irgendwie ihren Stiefbruder oder so, ich weiß es nicht. Irgendwie so, ich bin da jetzt glaube ich gut auf der Hälfte, ja noch nicht ganz, ich bin bei 114, das Ganze hat 263 Seiten, also so, ich bin knapp auf der Hälfte. Es fehlt noch ein Stück. Gefällt mir bis jetzt auch eigentlich ganz gut. Es ist halt ein bisschen schade, dass ich das so auf der Strecke lasse, weil ich andauernd das irgendwie vergesse und nicht dabei habe und dann nicht weiterlesen kann. Vielleicht komme ich da ja heute auch noch drin weiter. Ich habe große Hoffnung an den heutigen Tag. Mal gucken, ob sich diese erfüllen werden oder nicht. Ich bin gespannt und ja, ein Buch, was in diesem New Adult-Sparte gefällt, also hier ist auch schon mal, geht es auch um Sexualität und so, also das sollte man auf jeden Fall im Blick haben, wenn man hier reinschaut. Und ja, das war es auch schon beim Want to Read. Die guten 6 Bücher lese ich gerade. Ich verlinke euch alle in der Infobox. Und würde sagen, ich quatsche jetzt gar nicht mehr so lange, sondern fahre in die andere Wohnung, um euch das Ganze hochzuladen, damit ihr wenigstens 2-3 Videos diese Woche bekommt. Ja, das
war's von mir. Ich hoffe, ab nächster Woche läuft das Ganze hier wieder in geregelte Bahnen. Ich bin gespannt, weil irgendwie mir alle freien Tage gestrichen wurden. Alle. Ich habe eigentlich immer montags und donnerstags auf jeden Fall frei. Und jetzt habe ich irgendwie gar keinen Tag mehr frei, weil alle irgendwie im Urlaub sind und keine Ahnung. Und mein nächster Urlaub ist noch bis März hin. Ich könnte so heulen. Ich könnte wirklich ein Jammervideo machen. Aber nein, es gibt nichts zu jammern. Ich bin froh darüber, dass ich einen Job habe. Ich bin auch mag die Arbeit da eigentlich auch ganz gerne, auch wenn es teilweise echt eskaliert und das Ganze manchmal echt hammerhart ist. Aber naja, da wurden auch schon Glasteller, Blumen mit Untertöpfen und was weiß ich nicht, alles durch die Gegend gefeuert an die wir haben Sicherheitsglas in der WG und da wird schon rangespuckt und was weiß ich nicht alles. Also echt hossa, anstrengend, aber man kriegt das hin. Ja, und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr eins der Bücher schon gelesen habt oder welches ihr meint, welches ich ganz schnell auslesen sollte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!